Hi Leute, wir sind Matthias und Phyllis und wir nehmen euch mit in unserem perfekten, unperfekten Leben und zeigen euch in unserer Videoreihe, wie unser Türkei-Urlaub am Ende mit einem Unfall endete. Hi Leute, wir melden uns aus der Türkei. Unser erster echter Tag beginnt. Heute Nacht haben wir hier an einem See geschlafen, quasi nicht auf einem Campingplatz, weil es hier in der Nähe leider keinen gibt und wir waren nach 12 Stunden Fahrt oder so einfach nur noch fix und fertig. Und jetzt geht's weiter. The game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, seeing straight, never stop, never changed. All the squad, here to play, and I got some things to say. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. So Leute, wir sind jetzt hier bei Troja. Snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Hey Leute, wir sind jetzt gut an unserem Campingplatz angekommen. Hier ist es wirklich mega schön. Wir sind eigentlich direkt am Strand. Also da hinten ist unser Auto. Jetzt bin ich über die Dünen gelaufen. Hier schaut es aus wie an der Nordsee. Und jetzt zeige ich euch das Meer.
Leute, schaut euch das an. Unser Campingplatz ist direkt hinter der Düne, also unser Auto. Und wir sitzen jetzt hier am Strand. Hat jetzt versucht, Kaffee zu kochen. Koffeinfrei, sonst können wir nicht mehr schlafen. Wir sitzen hier direkt einfach am Meer. Auf so einer Bank, die es hier so gibt. Und schauen uns den Sonnenuntergang an. Und jetzt versucht hier den Kaffee irgendwie hinzubekommen, weil, glaube ich, das Gas fast leer ist. Ja, alles in allem war heute ein sehr gelungener Tag. Also wir hatten einen Transfer von ca. 200 Kilometern, glaube ich. Und haben hier eben heute einen Campingplatz am Strand gefunden und war eine Troja. War echt cool.